Es war 3 Uhr morgens und ich konnte nicht anders als zu gähnen. Als nächtlicher Sicherheitsbeamter waren die Schichten ziemlich langweilig. Ich patrouillierte schon seit mehreren Stunden auf dem Gelände dieses fast verlassenen Einkaufszentrums und außer ein paar streunenden Katzen, die mir über den Weg liefen und gelegentlichen Teenagern, die versuchten einzubrechen, passierte eigentlich während meiner Schicht nie etwas. Selbst wenn dieser Ort tagsüber geöffnet war, schien er nie besonders viele Besucher zu haben. Gelangweilt blickte ich auf die Sicherheitsmonitore und hoffte, dass etwas, irgendetwas passieren würde. Es war mir eigentlich egal, was es war, Hauptsache, ich wurde endlich von etwas unterhalten. Ich beschloss, mich für ein paar Stunden in der Sicherheitsstation einzurichten. Es war egal, ob ich großartig herumlief oder etwas bemerkte, es würde doch eh nichts passieren. Es passierte schließlich nie etwas. In meiner bescheidenen kleinen Wohnung hier beschloss ich, dass es Zeit für etwas zu essen war. Ich holte eine Packung Instant-Nudeln unter meinem Schreibtisch hervor und setzte den Wasserkocher auf. Dann ging ich an mein Handy und sah mir irgendein seltsames YouTube-Video an, damit ich mir die Zeit vertreiben konnte. Nach ein paar Minuten schaltete sich der Wasserkocher aus und ich drehte mich um, um meine Tasse mit kochendem Wasser zu füllen. Wobei ich meinen Blick nicht nur von meinem Telefon, sondern auch von den Sicherheitsmonitoren abwandte. Plötzlich sah ich aus dem Augenwinkel, wie eine der Überwachungskameras aufleuchtete. Sie zeigte eine Bewegung, die aus der hintersten Ecke des Einkaufszentrums kam. Ich lenkte meine Aufmerksamkeit von meinem Mitternachtsimbiss zum Bildschirm, der das seltsame Ereignis zeigte. Eine Figur tauchte auf dem Monitor auf, hinter einem der verlassenen Kioske. Dann bewegte sie sich mit entschlossenem Schritt auf die Kamera zu. Ich konnte es nicht genau erkennen, aber ich konnte sehen, dass es auf das blinkende rote Licht fixiert war, das an dem oberen Teil jeder Kamera im Einkaufszentrum aufleuchtete. Als ich auf den Monitor starrte, war ich leicht nervös. Das Einkaufszentrum hatte etwas Beunruhigendes an sich. Und ich war die einzige andere Person darin. Aber nun ja, eben hatte ich mir noch gewünscht, dass etwas passieren würde. Wenigstens gab es etwas zu tun. Außerdem war es sehr wahrscheinlich, dass es einfach nur wieder ein paar Jugendliche waren, die mir einen Streich spielen wollten. Ich beschloss, dass es meine Aufgabe als Sicherheitsbeauftragter war, dem Ganzen nachzugehen. Also legte ich mein Handy auf den Schreibtisch und machte mich langsam auf den Weg zu dem Ort, an dem ich die mysteriöse Gestalt im Einkaufszentrum vermutete. Als ich um eine Ecke bog, lief mir ein Schauer über den Rücken, als ein grelles, weißes Licht aus einer offenen Tür drang. Der Gang, in dem ich die seltsame Gestalt vermutete, war absolut leer. Ich rief: "Hallo, ist da jemand?" während ich meine Taschenlampe in die Richtung eines durchwühlten Kiosks richtete. Meine Stimme hallte durch den breiten Gang. Ich ging noch ein paar Schritte weiter, bis ich einen Lichtschein unter einem Schrank im hinteren Teil eines Schuhgeschäfts entdeckte. Seltsam, dachte ich. Die Angestellten müssen es aus Versehen angelassen haben. Ich schnappte mir meinen großen Schlüsselbund und steckte den richtigen Schlüssel ins Schloss, musste dann aber feststellen, dass das Schloss aufgebrochen war und die Tür leicht zu öffnen war. Ich betrat den Laden und hielt einen Moment inne, und zwar nur, um ein paar coole Turnschuhe zu bewundern, die schon lange auf meiner Wunschliste standen. Dann wandte ich mich dem kleinen Licht zu, das unter der Tür zum Hinterzimmer hervorlugte. Ich ging vorsichtig darauf zu, denn mein Bauchgefühl sagte mir, ich solle mich fürchten. Ich holte tief Luft und stieß die Tür langsam und leise auf. Was ich dann sah, war verblüffend. In diesem Raum saß jemand, der mir den Rücken zugewandt hatte. Abgesehen von langsamen Armbewegungen war er absolut unbeweglich. Plötzlich richtete sich sein Blick auf mich und enthüllte seine leuchtend gelben Augen, die durch die dunklen Schatten, die seine Silhouette umgaben, hindurchdrang. Als das seltsame Wesen mich sah, flüchtete es durch eine andere Tür, die zum hinteren Gang des Einkaufszentrums führte. Ich schaute mich um zu sehen, ob mir irgendjemand einen Streich spielte, und fragte mich, ob ein Kind eine Kamera aufgestellt hatte und versuchte, auf meine Kosten einen viralen Hit auf TikTok oder so zu landen. Leider musste ich zugeben, war hier gar nichts zu finden. Keine versteckte Kamera, nichts. Ich überlegte, ob ich zu meinem Arbeitsplatz zurücklaufen und die Tür verschließen sollte. Ich konnte mich verstecken, bis Craig kommt, um den Wachdienst zu übernehmen. Dann dachte ich mir allerdings, was könnte das wirklich sein? Ich habe so gut wie möglich rationalisiert. Es waren nur ein paar dumme Kinder.
und es war meine Aufgabe, sie zu finden und hier rauszuschmeißen, bevor sie sich noch mehr Ärger einhandelten. Also ging ich in den dunklen hinteren Flur und ging vorsichtig in die Richtung, in die die Person gegangen sein könnte. Nach einigen Minuten entdeckte ich ein weiteres Licht unter einer Tür. Ich schlich mich näher heran, bis ich das erreichte, was sie den alten Wartungsraum nannten. Er sah aus, als wäre er seit Jahren nicht mehr angerührt worden. Und das war er wahrscheinlich auch nicht. Ich meine, ich kenne jeden Winkel dieses Einkaufszentrums, aber da war ich auch noch nicht drin. Als ich die Tür aufstieß, bemerkte ich, dass der Raum voller seltsamer Symbole war, die mit roter Farbe an die Wände gekritzelt worden waren und dass seltsame Gegenstände zwischen mit Bildern gefüllten Kisten verstreut waren. In der Mitte des Raumes stand ein riesiger Spiegel, der vor einigen Monaten aus einem der Läden gestohlen worden war. Der Raum war verwirrend und nichts hier drin ergab einen Sinn. Er ließ mein Herz immer schneller schlagen und zunehmend bekam ich es mit der Angst zu tun. Ich hatte keine Lust mehr, mich hiermit zu beschäftigen. Ich wollte einfach nur zurück zu meinem Arbeitsplatz und diese ganze Sache ignorieren. Craig konnte sich ja später damit befassen. Ich begann zu überlegen, was ich überhaupt in einem Bericht über den Vorfall schreiben sollte. Aber ich wusste, dass ich irgendetwas reinschreiben musste. Ich konnte mit dem, was hier vor sich ging, nicht umgehen und ich hatte nur noch ein paar Stunden meiner Schicht. Plötzlich hörte ich ein lautes Krachen hinter mir, das mich vor Schreck aus der Haut fahren ließ. Ich drehte mich schnell um und sah eine andere Person, die voller Angst an ihm vorbeirannte. Es sah so aus, als ob sie bei dem Gedanken, dass ich in ihr Zimmer eindringen könnte, in Panik geraten wäre. Die Angst stieg in mir auf und ich drehte mich gerade noch rechtzeitig um, um zu sehen, wie einfach Hände hinter einem großen Stapel Kisten hervorlugten. Jemand Ungeheuerliches war bei mir. Es ließ mich vor Angst erstarren, bevor es sich plötzlich mit einem lauten Aufprall wieder in die Tiefen zurückzog, gefolgt von einem schallenden Gelächter, das durch die leeren Hallen hallte. Ich war mir nicht sicher, wie lange ich dort noch stehen konnte, bevor es mir zu viel wurde, also wich ich schnell zurück und beschloss, den ganzen Weg zurück zur Unterkunft zu laufen. Mein Herz pochte wie wild vor Adrenalin, als ich durch das leere Einkaufszentrum sprintete. Plötzlich hörte ich ein weiteres lautes Krachen hinter mir. Derjenige, der mich terrorisiert hatte, war wirklich ungeschickt. Ich drehte mich um und sah die mysteriöse Gestalt, die mich verfolgte. Ich rannte durch Geschäfte und Läden, wich Trümmern und allem anderen aus, was sich mir in den Weg stellte, und versuchte verzweifelt, mich wieder in Sicherheit zu bringen. Während ich also wegsprintete, suchte ich verzweifelt nach einem Ausweg. Ich hoffte, dass es irgendwo ein gutes Versteck oder einen unversehrten Notausgang geben würde. Ich versuchte verzweifelt, das Wesen, das mich verfolgte, abzuschütteln, indem ich mich abrupt umdrehte und in die Gänge der Geschäfte hinein und dann wieder herausrannte. Aber keines meiner Ablenkungsmanöver schien zu funktionieren. Diese seltsame Kreatur war unerbittlich. Selbst als jemand, der jeden Winkel dieses Einkaufszentrums kennt, hatte ich das Gefühl, dass ich meine Möglichkeiten ausgeschöpft hatte. Egal wie weit ich kam, irgendetwas stand mir immer im Weg, ob es nun verschlossene Türen oder leere Regale waren, die mir den Weg versperrten. Es schien, als hätte die Kreatur diese Verfolgungsjagd bis ins kleinste Detail geplant. Erschwerend kam hinzu, dass er, egal wie schnell ich rannte, keuchend und lachend hinter mir war. Schließlich machte sich Verzweiflung breit und ich stellte mich auf ein Regal und kletterte in einen alten staubigen Lüftungsschacht, der sich an einer Wand des Einkaufszentrums entlangzog. Ich konnte mich gerade noch so rechtzeitig hochziehen, bevor mein schrecklicher Verfolger mich erreichen konnte. Die Hände der Gestalt streiften leicht meine Füße, als ich hineinschlüpfte. Ich drückte die Daumen, dass die Kreatur mir nicht in die engen Räume folgen würde, was unsere Verfolgungsjagd noch viel unheimlicher machen würde. Ich kroch durch den Lüftungsschacht und versuchte herauszufinden, wo genau im Einkaufszentrum ich mich befand. Nach ein paar Metern Kriecherei bemerkte ich den Süßwarenladen unter mir. Ich spürte eine Welle der Erleichterung über mich kommen, denn ich wusste, dass dieser Laden nur 2 Minuten Fußweg von meinem Arbeitsplatz entfernt war. Ich war also ganz in der Nähe. Mit dem Gedanken an meine Sicherheit machte ich eine kurze Pause und dachte daran, wie meine Schicht verlaufen war. Es war erschreckend. Ich schaute auf den Süßwarenladen hinunter und dachte daran, wie es tagsüber war, als mir der Verkäufer kostenlose Tüten mit Süßigkeiten gab und ich nicht vor jemandem weglief, der mich möglicherweise umbringen wollte. In meinen Gedanken war ich allerdings etwas zu lange geblieben, denn ich hörte, wie sich die Glastür mit einem Kratzen öffnete. Dieses Wesen war mir vielleicht nicht in den Lüftungsschacht gefolgt.
aber es spürte, dass ich in der Nähe war. Ich starrte einen Moment lang auf diese Kreatur, bevor ich erkannte, dass es sich tatsächlich um einen Menschen handelte, der sich in ein seltsames Kostüm gehüllt hatte. Natürlich ließ das meine Angst ein wenig schwinden. Aber ich war immer noch schockiert, dass es Menschen auf dieser Welt gibt, die so etwas tun würden. Als er eintrat in den Laden und nach mir suchte, kam jemand anderes herein. Dann eine weitere Person. Es gab also drei von ihnen und einen von mir? Was sollte ich jetzt denn tun? Ich war in der Unterzahl. Ich hatte zu viel Angst, um mich zu bewegen. Sie könnten mich in den Lüftungsschächten vielleicht hören, wenn ich mich weiter bewegte. Mir blieb also nichts anderes übrig, als zu warten, bis sie den Laden verlassen würden. Dann könnte ich weitergehen. Ich hielt den Atem an und blieb still, als die als Monster verkleideten Fremden den Süßwarenladen stürmten und sich alle schnappten, was sie zum Naschen brauchten. Einer hob seine Maske und stopfte sich ein paar Gummibärchen hinein, bevor ein anderer sagte: »Alter, zieh die Maske wieder an! Wir müssen in der Rolle bleiben!« Im Stillen verfluchte ich mich dafür, dass ich nicht einfach losgerannt war, als ich die Gelegenheit dazu hatte. Ich hätte nicht anhalten sollen, um eine Pause zu machen, als ich merkte, wie nah ich an meinem Ziel war. Das war ein Fehler gewesen. Ich hätte einfach weitergehen sollen, aber es hatte keinen Sinn, sich jetzt darüber Gedanken zu machen. Ich konnte nur hoffen, dass sie mich in meinem Versteck über ihn nicht bemerken würden. Wenigstens bekam ich gute Informationen. Ich wusste, dass diese Freaks jung, dumm und ein bisschen verrückt waren. Ich sah mit Entsetzen zu, wie sie mit immer größerer Wut die Regale des Ladens durchwühlten. Sie waren frustriert, dass sie mich nicht finden konnten. Jetzt suchten sie nach allem, was nicht an seinem Platz zu sein schien, und murmelten und knurrten dabei mit Stimmen, die nun wirklich ein wenig unmenschlich klangen. Ich hielt mich versteckt und wagte kaum zu atmen, bis ich schließlich ihre Schritte in der Ferne vernahm. Sobald sie weg waren, machte ich mich schnell aus dem Staub und sprang aus dem Lüftungsschacht in den Süßwarenladen. Jetzt war ich zu Fuß endlich wieder auf dem Boden unterwegs und ging so schnell ich konnte zurück zu meinem Arbeitsplatz. Während ich mich langsam durch den Laden und in den Hauptgang bewegte, schaute ich mich nach den Gestalten um, die sich dort bewegten. Ich fühlte mich etwas besser, weil ich wusste, dass es nur Menschen waren, aber ich hatte dennoch große Angst davor, was sie tun würden, wenn sie mich entdeckten. Dieser verlassene Wartungsraum war vielleicht ihr Versteck, über das ich gestolpert war und er schien ja mit Blut verziert worden zu sein. Vielleicht wäre es mein Blut, was als nächstes an den Wänden dort wäre, wenn sie mich erwischen würden. Ich ging weiter und ignorierte alles, was um mich herum geschah, bis ich schließlich endlich meine Arbeitskabine erreichte, meine Zuflucht. Mit jedem Schritt, den ich näher kam, spürte ich ein Gefühl der Erleichterung. Ich wusste, dass ich die Tür verriegeln und die letzten anderthalb Stunden meiner Schicht abwarten konnte. Vielleicht konnte ich sogar mein Telefon benutzen, um Hilfe zu rufen. Dieser Gedanke bereitete mir so viel Freude, dass ich die Anzeichen von Gesellschaft kaum bemerkte, als ich mich meiner Sicherheitsstation näherte. Als ich nach der Tür greifen wollte, sah ich, dass diese offen stand. Sie war wohl eingetreten worden. Vorsichtig ging ich hinein und fürchtete mich vor dem, was mich erwarten würde. Würden die drei da drin auf mich warten? Ich wusste, dass ich hineingehen musste, um es herauszufinden. Es war meine einzige Möglichkeit. Ich war schockiert. Die Wände des Raums waren mit weiteren seltsamen Symbolen verziert worden und auf ihnen standen bedrohliche Botschaften. Bleiben Sie nicht hier. Dieses Einkaufszentrum gehört jetzt uns. Raus hier. Ihr Leben ist in Gefahr. Ich schluckte bei dem Anblick und fragte mich, warum sie mir sagten, ich solle verschwinden, wo ich doch wusste, dass sie mich sowieso angreifen würden, sobald sie mich sahen. Das alles kam mir wie eine Falle vor. Ich sah mich weiter um und stellte fest, dass mein Schreibtisch umgeworfen worden war. Papiere waren überall verstreut und eine dicke Wolke von Farbdämpfen lag in der Luft. Die Monitore waren zertrümmert, sodass ich keine Möglichkeit hatte zu sehen, was im Einkaufszentrum sonst noch so vor sich ging. Ich hatte noch eine kleine Hoffnung. Ich musste mein Telefon finden. Mein umgeworfener Schreibtisch musste mein Telefon in diesem Chaos in irgendeine Richtung geschossen haben. Ich wusste, dass es irgendwo in diesem Raum sein musste. Vielleicht war es ja noch nicht zerstört und somit meine Rettung. Mit meiner Taschenlampe schaute ich mich um. Zum Glück fand ich es in der Ecke des Raumes. Ich rannte darauf zu, bereit, mein Handy endlich aufzuheben. Aber als ich es umdrehte, war es zu meinem großen Entsetzen zertrümmert worden. Es war nicht mehr funktionstüchtig. Die Eindringlinge hatten echte Arbeit geleistet. Ich erschauderte bei diesem Anblick und wich langsam zurück. Ich wollte hier nicht zu lange verweilen, falls die Täter wiederkommen würden.
Ich wollte mich gerade umdrehen und abhauen, als ich eine Stimme aus dem Raum hörte. Kalt und hart, fast animalisch in der Stimme. »Wir wissen, wo du wohnst«, sagte die Stimme und betonte jedes Wort, als wäre es ein Pfeil, der direkt auf mein Herz zielt. Ich spürte, wie mir ein Schauer über den Rücken lief, als mir klar wurde, dass diese Leute es wirklich ernst meinten, wer auch immer sie waren. Ich ging auf den Klang der Stimme zu, denn ich wusste, dass ich mich diesen Eindringlingen bald würde stellen müssen. Aber alles, was ich vorfand, war eine voraufgezeichnete Kassette. Sie lag in einem altertümlichen Kassettenspieler. Wütend warf ich diesen gegen die Wand. Mittlerweile war meine Angst eher verschwunden. Ich war einfach nur wütend. Ich wusste, es gab kein Zurück mehr. Ich müsste einen Ausweg finden, bevor sie mich fanden. Ich wusste nicht, ob sie mich beobachteten oder ob sie wussten, dass ich es bereits hierher geschafft hatte. Aber ich wusste, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis ich die Situation zuspitzte. Ich schnappte mir das Einzige, was ich als Waffe benutzen konnte. Und das war traurigerweise mein Tacker. Ihr müsst wissen, normalerweise kamen hier einfach nur irgendwelche Jugendlichen rein. Ich war nicht mit einer Schusswaffe oder einem Taser ausgestattet. Also schnappte ich ihn mir und rannte den Gang hinaus, wobei ich in den Gängen versuchte, in den Schatten zu bleiben und hoffte, mich ungesehen bewegen zu können. Der nächstgelegene Ausgang befand sich auf der anderen Seite des Essensbereichs. Er war nicht allzu weit entfernt, aber man konnte ihn von überall aus sehen. Denn wenn jemand in der Nähe war, würde er mich zweifellos sehen. Ich nahm allen Mut zusammen, den ich noch hatte, und rannte so schnell ich konnte über den Essensbereich. Ich sehnte mich nach den Tagen, in denen ich nicht in der Nachtschicht hatte arbeiten müssen und ein wenig asiatisch essen gehen konnte, bevor ich mich in mein sicheres, unberührtes Heim zurückzog. Diese Tage, an denen die größte Bedrohung die Ladendiebe waren. In der Ferne konnte ich jetzt aber schon den Ausgang sehen. Ich war schon fast da, ich hatte es endlich geschafft, als ich Gelächter und das unverwechselbare Geräusch von schnellen Schritten hinter mir hörte. Diese Monstertypen waren bereits auf der Verfolgung und schlossen relativ schnell die Lücke zwischen uns. Ich beschleunigte mein Tempo in der Hoffnung, den Ausgang zu erreichen, bevor sie mich einholen konnten. Aber leider war es bereits zu spät. Sie hatten mich verdammt nochmal erreicht. Ich hörte ihren Spott und spürte ihre Schläge, als sie wie ein Rudel von wilder Wölfe auf mich losgingen. Ich wehrte mich mit aller Kraft, die ich noch hatte, und versuchte verzweifelt zu entkommen, aber es reichte nicht. Die Angreifer waren zu stark. Das nächste, was ich wusste, war, dass ich in dem alten Wartungsraum aufwachte, in dem vor einer Stunde etwa alles losgegangen war. Sie hatten mich erwischt. Als mein Sehvermögen zurückkehrte und sich langsam auflöste, wurde mir der Ernst der Lage bewusst, in der ich mich gerade befand. Meine Arme waren an einen Bürostuhl gefesselt. Ich drehte mich herum und sah, dass der Raum bei eingeschaltetem Licht etwas weniger bedrohlich aussah. Ich hörte Flüstern vom Flur aus. Es waren die Stimmen von zwei Männern und einer Frau zu hören, und zwar ganz leise. Ich konnte nicht genau verstehen, was sie sagten, aber ich konnte an ihrem Tonfall erkennen, dass sie sich Sorgen machten. Das war alles, was ich hören musste, um mich in dieser Situation besser zu fühlen. Als ich dort saß, machte ich eine Bestandsaufnahme dessen, was ich in dem Raum befand. Ich musste sehen, ob es irgendetwas gab, das ich zur Flucht benutzen konnte. Der unheimliche Spiegel auf dem Boden starrte mich an. Ich überlegte, ob ich ihn zerbrechen und ein Stück des Glases zur Flucht benutzen könnte. Ich rollte mit meinen Füßen Zentimeter für Zentimeter zum Spiegel hinüber. Meine Knöchel waren gefesselt, sodass ich nur wenig Bewegungsspielraum hatte. Mit einem kleinen Sprung schaffte ich es, den Stuhl auf den Spiegel zu befördern. Ich rollte ihn über die Mitte des Spiegels, in der Hoffnung, eine schwache Stelle zu finden. Ich versuchte, mein Körpergewicht auf und ab zu bewegen. Und schließlich hörte ich endlich ein Knacken. Ich holte tief Luft. Ich war aufgeregt, dass ich vielleicht einen Weg nach draußen gefunden hatte. Langsam zog ich mit den Füßen meine Schuhe aus, in der Hoffnung, mit Socken mehr Bewegungsfreiheit zu haben.
Dann schob ich den Splitter langsam zwischen meinen Füßen hin und her und bewegte mich auf das Klebeband zu, das um meine Knöchel angebracht war. Aggressiv spannte ich die Muskeln in meinen Füßen an, immer und immer wieder, und schabte mit dem Glas über das Band. Und schließlich gelang es mir, es zu durchbrechen. Als meine Füße frei waren, konnte ich mich viel leichter bewegen. Jetzt konnte ich mit dem Stuhl weiter durch den Raum fahren. Ich versuchte, das aber leise zu machen, damit sie mich nicht hören könnten. Ich hatte immer noch ein Problem, und zwar das Klebeband an meinen Händen. Glücklicherweise bemerkte ich eine Heißwasserleitung, die an der Seite des Schranks im Zimmer entlang führte. Aus Erfahrung wusste ich, dass diese Dinger ganz schön heiß werden können. Vielleicht sogar heiß genug, um Klebeband zu schmelzen. Ich schaffte es, mit dem Stuhl relativ nah heranzufahren. Als ich näher an das Rohr kam, spürte ich die Hitze, die davon ausging. Meine Hände waren ziemlich warm und ich befürchtete, dass sie verbrennen könnten bei der Berührung. Aber dieses Risiko musste ich eingehen. Ich drückte mit aller Kraft das Klebeband dagegen und konnte den Geruch von brennendem Plastik riechen. Aber damit war ich wohl nicht der Einzige. Denn plötzlich kamen die drei Monster durch die Tür und schrien und kreischten. Ich konnte sehen, dass sie nicht wussten, was sie mit mir machen sollten. Einer von ihnen stürzte sich auf mich und der andere hielt ihn aber zurück. Ich konnte sehen, dass er ein Messer an seinem Gürtel hängen hatte. Und ich machte mir Sorgen, was er damit tun würde. Also spielte ich den Dummen. Meine Hände waren leider immer noch gefesselt. Die drei ließen sich aber nicht auf irgendwelche Spielchen ein. Sie fesselten erneut wieder meine Füße und entfernten die Glasscherbe. Dann drehten sie mir den Rücken zu und flüsterten, wahrscheinlich über das, was sie mit mir machen wollten. Ich spürte, wie mein Herz in meiner Brust schlug, als das Adrenalin durch meinen Körper strömte. Ich konnte nichts anderes tun, als zu handeln. Ich musste mir etwas einfallen lassen und ein für alle Mal entkommen. Ich plante einen Moment lang, aber ich wusste, dass sie sich nicht lange umdrehen würden. Als sie ihre Blicke wieder auf mich richteten, begann ich denjenigen mit dem Messer zu verspotten. Was tust du da überhaupt, Loser? Du willst ein verlassenes Einkaufszentrum überfallen? Was bist du bitte für ein Kind? Sagte ich mit einem Lachen, das meine Sorge überdeckte. Ich sag dir was, weißt du? Du hast mich für einen Moment erschreckt, das gebe ich zu, ich will dich nicht anlügen. Aber als ich dann gesehen habe, dass ihr nur Leute in blöden Kostümen seid, da wusste ich, dass ihr alle Spinner seid. Sie traten alle ein wenig näher. Ich konnte sehen, dass sie schockiert waren über das, was ich sagte. Seid ihr so eine Art dumme Sekte? Fragte ich bedrohlich. Oder war eure Mami nicht ganz lieb zu euch? Ich konnte sehen, wie wütend sie wurden. Es funktionierte. Du da, sagte ich und deutete auf den mit dem Messer. Was ist mit dir los? Denkst du, das Messer macht dich stark? Der Typ kam immer näher. Er war so nah, dass ich seinen ranzigen Atem riechen konnte. Er starrte mir tief in die Augen und lächelte. Es war ein Lächeln, das so furchterregend war, dass ich nicht weiß, ob ich es jemals aus meinem Gedächtnis löschen kann. Langsam griff er nach dem Messer an seiner Seite und hob es mir entgegen. Jetzt war meine Chance gekommen. Ich hatte mich noch nicht ganz befreien können. Oberflächlich sah es aus, als wären meine Hände noch gefesselt. Das waren sie auch noch. Aber das Klebeband war so stark verbrannt worden, dass ein einziger ruckartiger Moment reichte, dass ich meine Hände befreien konnte. Diesen Überraschungsmoment nutzte ich und schnappte mir das Messer von ihm. Mit dem anderen Arm stieß ich ihn zurück, während ich das Klebeband um meine Knöchel noch einmal durchtrennte. Ich blickte zurück und sah, dass seine beiden Freunde ebenfalls nach hinten gestolpert waren, was mir die Möglichkeit gab, zu entkommen. Ich nutzte sie und rannte so schnell ich konnte aus dem Raum. Aber es war leider nicht genug. Einer von ihnen packte mich gerade noch so am Knöchel und riss mich zu Boden. Das Messer flog mir aus der Hand. Ich schrie und schlug um mich, aber nichts funktionierte. Und dann spürte ich die kalte Klinge des Messers auf meiner Haut, als sie es mir in den Rücken stießen. Das war's, dachte ich. Jetzt ist alles vorbei. Aber ich wusste, dass ich zurückschlagen musste. Ich konnte jetzt nicht damit aufhören. Alle drei lagen auf mir und rückten mich nieder. Aber mit meiner letzten Kraft wehrte ich mich noch einmal und schaffte es irgendwie, nach dem Messer zu greifen. Die drei hatten gedacht, sie hätten mich bereits überwältigt, aber sie hatten nicht mit meinem unmenschlichen Überlebensinstinkt gerechnet, der es mir irgendwie ermöglichte, das Messer in die Hand zu bekommen. Ich schwang es gegen diese drei Angreifer und schaffte mir so wenigstens ein bisschen Freiraum. Einer von ihnen fiel gegen eine der Kisten, welche dann umstürzte und eine Art Domino-Effekt auslöste. Diesen Überraschungsmoment konnte ich ausnutzen. Ich griff sie weiter mit dem Messer an, bis ich auf einmal einen traf. Und jetzt war ich irgendwie schockiert über das, was ich getan hatte. Ich hatte ihn mitten im Bauch erwischt. Ich war kein Mörder, ich wollte auch niemanden verletzen. Aber ich war dazu gezwungen worden.
Okay, ich musste die Sachen positiv sehen. Einer von ihnen lag in den Kisten. Der zweite war am Bauch verletzt. Jetzt hatte ich also nur noch einen vor mir. Es war die Frau. Meine Augen huschten durch den Raum und suchten nach meiner letzten Gegnerin. Aber sie war nirgends zu sehen. Sie musste den Raum verlassen haben und den Flur hinuntergesprintet sein. Ich ging in den Flur und sah eine Spur von Kostümteilen, die in eine Richtung führte. Ich rannte ihr hinterher und lief schnell genug, um sie einzuholen. Endlich war ich mal der Jäger. Zum ersten Mal am Abend fühlte ich mich, als hätte ich die Kontrolle zurückerlangt. Sie schrie, als sie durch die Geschäfte rannte und fühlte sich so, wie ich mich vor einer Stunde gefühlt hatte. Schließlich konnte ich sie in einem Bekleidungsgeschäft stellen. Ich merkte, dass sie Angst hatte und ich fühlte mich auch irgendwie schlecht, aber es musste sein. Ich konnte nicht zulassen, dass sie entkam und am Ende noch Verstärkung holte. Bevor sie etwas anderes tun konnte, griff ich nach einem Schal, der neben uns hing. Ich fesselte ihre Hände zusammen. Jetzt würde sie nicht mehr so leicht entkommen können. Ich ergriff ihre Handgelenke und führte sie aus dem Einkaufszentrum. Ich sah mich ein letztes Mal um. Ich sah das Chaos, das wir angerichtet hatten. Draußen angekommen, bemerkte ich, dass die Sonne gerade erst aufging. Es war das Ende meiner Schicht und Craig war nicht weit vom Einkaufszentrum entfernt. Warum habt ihr das eigentlich gemacht? Es war kaum zu glauben, wie die Nacht verlaufen war. So etwas hatte ich noch nie erlebt. Warum nicht? Brummte sie. Nun, mir fallen da einige Gründe ein, sagte ich, als Craigs dunkelgrauer Pickup auftauchte. Er fuhr gerade auf unseren Parkplatz. Er sprang aus seinem Wagen und war extrem verblüfft, was er da gerade sah. Er joggte mit großen Augen zu uns hinüber. Was ist hier passiert? Fragte er schockiert. Nun, diese... Ich versuchte zu sprechen. Wir haben es nicht hinbekommen, Craig. Ich dachte, du hättest gesagt, der Typ sei ein Feigling. Das Mädchen unterbrach mich. Mir fiel die Kinnlade herunter. Sie kannten sich. Was? Ich schrie auf. Keiner von ihnen nahm meinen Schock zur Kenntnis. Ich dachte, der wäre ein Feigling. Ich schätze, ich habe mich geirrt. Was ist denn mit den Jungs passiert? Wir sollten einen Krankenwagen rufen, sagte sie verlegen. Ach so, okay, aber wir müssen uns zuerst um diesen Kerl hier kümmern. Er beugte sich vor und band ihre Handgelenke los. Sie standen beide vor mir. Ich konnte sehen, dass sie überlegten, was sie tun sollten. Darf ich erstmal eine Frage stellen? Sagte ich. Diese Situation war ja unfassbar. Sicher, aber es könnte die letzte sein, also überleg sie dir lieber gut, sagte Craig. Was um alles in der Welt ist hier los? Ich brauche Antworten. Okay, ich werde es dir erzählen. Das letzte Mal, als ich deine Schicht übernommen habe, fand ich diese seltsamen Leute. Sie machen alle möglichen seltsamen Rituale in dem verlassenen Wartungsraum. Sie waren mir unheimlich, aber ich beschloss, mich mit ihnen anzufreunden. Denn für mich schienen sie harmlos zu sein. Für mich schienen sie wie eine Art Spinnersekte zu sein, aber wie gesagt, nur Spinner, aber vollkommen harmlos. Dass sie nicht ganz so harmlos waren, merkte ich, als sie mir sagten, wie sie dir und dem Einkaufszentrum wehtun wollten, erklärte er mir. Sie haben dich schon seit einer Weile beobachtet. Ich glaube, seit fast einem Jahr. Zuerst war ich davon absolut schockiert, aber dann haben sie mir einen Deal angeboten. Wir arbeiten quasi zusammen. Sie bringen dich um und dann räumen sie alles in diesem Einkaufszentrum aus. Und danach teilen wir den Profit. Und ich muss ehrlich sein, ich kann diesen Drecksjob einfach nicht mehr ertragen. Nun muss ich ehrlicherweise zugeben, dass ich nicht allzu sehr an deinem Leben interessiert bin. Ich wollte nur das Geld. Ich habe ihnen gesagt, du bist ein leichtes Ziel. Ich sagte, sie müssten sich keine Sorgen machen. Ich nahm an, du würdest dich einfach nur in der Zentrale verstecken. Und danach könnten sie dich töten oder auch nicht. Das wäre mir im Endeffekt egal gewesen. Ich konnte nicht glauben, was mein Kollege mir da gerade erzählte. War es wirklich so einfach für ihn? Er wollte sie einfach machen lassen? Ihm war mein Leben völlig egal? Ich erhob mich von meiner Position auf dem Bürgersteig. Ich hatte keine andere Wahl. Ich rannte einfach los. Ich sprintete über den Parkplatz und den Hügel hinunter, bis ich an einer 24-Stunden-Tankstelle ankam. Heftig atmend fragte ich die Person am Schalter, ob ich mal ihr Handy benutzen könne. Und die Verkäuferin gab es mir auch schnell. Ich glaube, sie sah mir an, dass ich viel durchgemacht hatte. Ich rief endlich die Polizei an und bat sie, zum Einkaufszentrum zu fahren. Bald darauf wurde ich zum Verhör abgeholt und ich erzählte dem Beamten alles, was passiert war. Zum Glück waren die Monitore zwar kaputt, aber die Kameras hatten noch jede Menge Filmmaterial. Der Mann, den ich niedergestochen hatte, war noch am Leben und kam mit seinen drei Komplizen, darunter auch mein Kollege Craig, ins Gefängnis. Ein paar Tage später versuchte ich, den Job zu kündigen.
Und das wurde mir auch gestattet. Denn das Einkaufszentrum wurde sowieso geschlossen. Es hatte sich nicht mehr rentiert und nach diesem schrecklichen Vorfall, der auch in der Presse stand, wäre wahrscheinlich sowieso niemand mehr gekommen. Ich war nach dieser Nacht einfach nur noch froh, dass ich am Leben war. Und trotzdem glaube ich, dass ich nie wieder einen Job mit Nachtschicht annehmen werde. Das verspreche ich euch. Das war's leider schon mit der Geschichte. Aber weiterer stundenlanger Content and Stories gibt es auf Spotify, Apple Music, Amazon Music und Co. Geht auf den Link in der Beschreibung und folgt unserer Playlist da. Was gibt es bitte Cooleres, als mit Gruselgeschichten einzuschlafen? Danke für euren Support, Freunde, ihr unterstützt uns wirklich extrem.